der Sportwelt-TV-Wettcheck. Der Monsunsohn Aramon hat noch eine Nennung für das deutsche Derby. Dass er Talent besitzt, zeigte er bereits zweijährig in Köln, als er bei seinem ersten Start hinter guten Pferden den vierten Platz belegte. Seine letzte Mülheimer Form kann man streichen, da er gesundheitlich gehandicapt war. Aramon sollte dieses Rennen gewinnen können. Dr. Andreas Boltes Sein ist die Beständigkeit in Person. Das bewies sie zuletzt in Köln, als sie sich nach einer langen Kampfpartie knapp behaupten konnte. Heute wird es zwar etwas schwieriger, aber mit der Erlaubnis von Eva-Maria Zwingelstein könnte es für Sein zu einem weiteren Treffer reichen. Die silberne Peitsche ist quasi eine Revanche-Partie zu einem Dortmunder Listenrennen von Anfang Mai, das Sie hier sehen. Damals gewann Deutschlands bester Flieger Shining Emerald, der sich in den letzten Metern noch leicht löste. Der Wöhler Schützling ist auch heute der klare Favorit, zumal er in Iffezheim im letzten Jahr auch schon die goldene Peitsche gewann. Erst zweimal ist Bergwind in seinem Leben an den Start gekommen, denn gesundheitlich lief bei dem Wallach in der Vergangenheit nicht alles glatt. Dass er über einiges Können verfügt, bewies er jedoch bei seinem Comeback in Hannover, das er zu einer eindrucksvollen Demonstration gestaltete. Auch gegen viele formstarke Gegner sollte Bergwind gleich noch einmal siegen können. Siempre Felice startete ihre Karriere spät, konnte aber gleich beim ersten Start gewinnen. Es folgte in einem Dortmunder Ausgleich 3 ein guter dritter Platz, den Sie hier sehen. Als steigerungsfähiges Pferd ist die Stute sicher noch für weitere Siege gut. Siempre Felice ist deshalb für uns hier das zu schlagende Pferd. Mit Ito tritt im großen Preis der badischen Wirtschaft Deutschlands höchst eingeschätztes Pferd an. Warum er das ist, zeigte der Schlenderhahner bei seinem Saisondebüt, als er im Gerlingpreis in Köln Startziel gegen den Gruppe 1-Sieger Sirius zum Zuge kam. Auch gegen die starke Nightflower kann sich Ito in diesem fantastischen Rennen behaupten. Donna Doria war bereits in Listenrennen platziert und versuchte sich auch schon in Grupperennen. Gewonnen hat sie noch nicht, doch nach dem Eindruck aus Dortmund, als sie nur an einem Pferd scheiterte, das für bessere Aufgaben vorgesehen ist, sollte ihr heute der erste Sieg gelingen können. Coffee Prince ist ein Pferd, das sich noch steigern wird. Der Vierjährige aus dem Besitz von Atti Darboven lief bei seinem zweiten Saisonstart in Hannover schon besser. Nun könnte er den vollen Schwung haben. Deshalb erwarten wir Coffee Prince in diesem Rennen weit vorne. Der England-Import Pressure hat bei seinen beiden Deutschlandstarts noch nichts verkehrt gemacht. Einem zweiten Platz ließ er einen überlegenen Sieg in München folgen, den Sie hier sehen. Auch wenn es für ihn heute gegen etwas stärkere Gegner geht, sollte Pressure wieder für den Sieg gut sein. Beim Debüt zeigte er nach schlechtem Start noch nicht viel, doch bei seinem zweiten Auftritt in Köln setzte sich Northern Rock von der Spitze aus souverän durch. Das muss noch nicht alles gewesen sein, was man von dem Vierjährigen gesehen hat. Northern Rock kann deshalb auch in diesem Rennen weit vorne landen.